Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einem Tauschpäckchen-Video. Diesmal habe ich ein Tauschpäckchen mit der lieben Lia gemacht und meines Wissens ist da jetzt nur Kosmetik drin. Also ich habe mit ihr so eine Art Kosmetik-Tauschpäckchen gemacht, wo ich ihr Pigmente geschickt habe und so Kleinigkeiten. Und ja, ich bin schon ganz nervös und ich packe das jetzt mit euch zusammen aus. Wenn ich es denn aufkriege. Okay, schauen wir mal. Hey, ist das, das ist festgeklebt. Oder? Um Gottes Willen. Okay. Ein kleines Briefchen. Moment, das lese ich mal für mich. Okay, klappen wir mal auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also das ist jetzt leer. Oh. Sie hat mir einen Foundation-Pinsel mitgeschickt. Oh, ist das cool. Ist doch ein Foundation-Pinsel, oder? Ja, Foundation Brush. Von den Real Techniques. Oh, das ist ja geil. Ich wollte unbedingt mal diese Real Techniques-Pinsel ausprobieren. Ich war bisher irgendwie zu geizig und zu faul, mich die zu kaufen. Und ich habe ja Pinsel und ich komme einigermaßen mit denen klar. Und aber interessiert haben die mich schon immer mal. Boah, das ist ja cool. Aber ich finde die ein bisschen klein für Foundation, oder? Da braucht man ja ewig. Aber sehr interessant. Oh, da bin ich schon ganz gespannt drauf, den mal auszuprobieren. Voll cool, danke schön. Und dann noch ein Hydra Lip Booster von Art Deco. In so einem, wie beschreibt man diese Farbe? Lila Mauve Braun Taub. Auf jeden Fall voll cool. Die Farbe, die finde ich total cool. Ich habe sowas auch noch gar nicht. Da bin ich ja echt mal sehr gespannt, wie das aussieht. Und auch noch original verpackt, um Gottes Willen. Wie mache ich das jetzt aus? Ah. Muss ich doch jetzt mal direkt swatchen. Ich bin so neugierig. Ich muss das jetzt wissen, wie das aussieht. Ah, ich kriege das nicht auf. Oh, das ist echt voll die schöne Farbe. So eine richtig geile Taubfarbe. Oh, voll schön. Ja, das ist so altrosa vielleicht eher noch. So ein altrosa Einschlag. Hier so im Vergleich. Oh, wunderschön. Oh, da freue ich mich schon total, den auszuprobieren. Ich habe im Moment so kaputte Lippen. Ich weiß nicht wieso, ich habe irgendwie total das Lippenproblem. Die springen bei mir immer voll. So, und das ist von Kiko das Mauve Pigment. Ach, das ist das rötliche, oder? Was sich doch deine Freundin gekauft hat. Oh, voll cool. Okay, Moment, stopp. Aha. Oh, ich bin heute total. Oh, das ist ja geil. Das sieht ja cool. Hä? Ich habe das doch geswatcht. Irgendwie habe ich das total anders in Erinnerung. Oder vielleicht ist das das Licht. Aber das ist ja mal voll das coole Pigment. Es ist so ein rötlicher Ton, aber irgendwie sieht der auch total braun aus. Und ich würde sagen, es schimmert silbrig. Also es ist ein sehr schöner Ton. Oh, wunderschön. Oh, jetzt bin ich verliebt. Oh, voll schön. Dankeschön. Oh, und zwei Inglot-Pigmente, ich bin ziemlich total gespannt. Oh, ich krieg das. Oh, kannst du mir mal sagen, woher du diese Döschen hast? Die sind ja sau praktisch. Sind ja echt voll cool. So, und dann haben wir hier, total geil, ein MAC-Pigment. Blue-Brown, das wollte ich ja unbedingt. Oh, das sieht schön aus. Das wollte ich ja unbedingt mal ausprobieren. Ich wollte mir das eigentlich auch erst in Full-Size kaufen. Aber als ich dann endlich zu dem Douglas gekommen bin, hat man mich, ja, doch sehr stark ignoriert und ich war total schlecht gelaunt und dann bin ich rückwärts aus dem Laden wieder raus, weil es hat mich einfach so, nee, ich war so genervt. Oh mein Gott, ist das ein hammergeiles Pigment. Oh mein Gott, sieht das toll aus.
Oh, seht ihr das? Oh mein Gott. Oh, ist das schön. Oh, ich will es nicht nochmals vorschauen, sonst ist ja was vom Pigment weg. Oh, das ist echt geil. Oh, danke schön, darüber freue ich mich total. Oh, ich freue mich schon total, was mit den beiden Farben zu machen. Oh, ich würde mich jetzt am liebsten abschminken und neu schminken. Aber es ist ja eh schon fast Abend und dann schminke ich mich morgen damit. Oh, das ist schön. Oh, das kann ich den ganzen Tag jetzt anstarren, den restlichen Abend. Nur noch auf das Pigment starren. Oh, danke schön, echt super, danke. Und ich denke mir, das reicht mir auch ziemlich lang, diese Menge. Oh, danke schön. Oh, das ist so lieb von dir. Ich freue mich total. Oh, richtig schön. Oh, du musst mir unbedingt sagen, woher du diese Döschen hast. Ich bin fasziniert davon. Okay, dann ein Pigment von Inglot. Die Farbe 41. Das ist ein Braun. Ja, ich glaube Braun. Wow. Okay. Sieht sehr interessant aus, wie so ein Teddybär-Schokoladenbraun. Boah, jetzt habe ich Hunger auf Schokolade. Oh mein Gott. Oh, ich habe zu viel Pigment. Boah, das ist ja ein richtig geiles Braun. Das ist so ein, eher so ein Kupferbraun. Also es ist doch eher weniger Teddy, aber so ein Kupferbraun. Oh, das ist ja mal geil. Seht ihr das? Wenn man das ausblendet, wird es irgendwie total golden. Oder will ich mir das jetzt ein? Oh, es ist aber richtig schön. Ich weiß nicht, erkennt ihr die Farben überhaupt? Ich glaube nicht so gut, ne? Aber oh, das ist voll wunderschön. Das hat irgendwie auch noch so einen Rotstich. Wobei das aber irgendwie einen lila Stich hat. Und das hat eher so ein warmes Orange-Rotstich. Voll schön, dankeschön. Hast du dir die Pigmente alle selbst gekauft? Wie viel ist denn da drin, oder? Das ist doch bestimmt nur so eine... Oh, total geil. Und ein Inglot Pigment in der Farbe 82. Oh, das ist ein Glitzerton. Zumindest sieht es sehr glitzerig aus. Das ist ja mal geil. Okay, schauen wir mal. Oh, Hammer, wie das glitzert. Oh je, ich hab irgendwie so Angst, dass ich jetzt gleich es fallen lasse vor lauter Begeisterung. Okay, habe ich noch einen Finger frei? Ich glaube hier. Das ist so ein... Ja, das ist ein sehr grober Glitzer im Prinzip. Aber saugeil. Oh ey, seht ihr das? Ja, ich sehe das gar nicht so schön. Oh, das glitzert ja mal saugeil. Ich bin gerade am Überlegen. Ich bin auf eine Hochzeit eingeladen und irgendwie würde ich mir jetzt am liebsten alle vier Farben auf einmal ins Gesicht klatschen, aber ich glaube, dann sehe ich auf der Hochzeit ziemlich bescheuert aus. Aber das Glitzer, das würde ich mir echt am liebsten ins Gesicht klatschen. Also auf die Augen. Oh, das ist echt cool. Dankeschön. Wow, und dann auch noch so viel. Okay, dieses Glitzer werde ich ganz eindeutig nicht aufbrauchen. Weil es ja doch nichts ist, was man irgendwie alltäglich trägt. Aber es sieht auf jeden Fall total cool aus. Oh, vielen, vielen Dank. Ich habe mich total über die Sachen gefreut. Das lässt sich bestimmt auch super kombinieren, die beiden Sachen. So, das da und die Farbe und das Glitzer obendrauf. Oh, und ich bin von der Farbe so fasziniert. Und davon. Oh, ich bin verliebt. Oh, danke schön, echt super, vielen Dank. Und auch danke für die beiden Sachen, das ist echt super. Oh, danke schön. Und der Pinsel ist so schön weich. Und das Smiley, ist das nicht süß? Okay, also nochmal wirklich vielen, 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 vielen Dank für die ganzen Sachen. Wirklich, ich habe mich total gefreut, total super. Ich hoffe, meine Freude kam jetzt irgendwie in dem Video rüber. Ich bin nämlich allgemein gerade nicht so gut drauf. Die letzten Tage mit ziemlichem Stress,
Und dann tut es mir jetzt auch wirklich leid, wenn jetzt irgendwie die Freude nicht so sehr rübergekommen ist, wie ich mich jetzt gerade wirklich freue. Also ich freue mich wirklich echt extrem über die Sachen. Tausend Dank, wirklich super. Und ich glaube, ich gehe mich jetzt doch abschminken und neu schminken. Oh, das Blue Brown sieht toll aus. Okay, also macht's gut, ihr Lieben. Und nochmal vielen Dank, liebe Lia. Macht's gut. Tschüss.